Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist ein Paket eingetroffen. Ihr habt richtig gehört, ein Paket. Und zwar von einem meiner Abonnenten. Das ist, soll ich ihn verraten? Ich verrate ihn natürlich. Christopher P. Das heißt, Christopher hat mir ein Paket zugeschickt. Und ich möchte es mit euch zusammen öffnen. Da ich ja von den einen oder anderen jetzt schon Pakete erhalte, freue ich mich natürlich riesig und freue mich immer auf den Inhalt, weil ich glaube, ihr könnt das selbst verstehen. Es ist einfach nur geil, Pakete zu erhalten, wo ihr mich natürlich weiterbringt und auf den Laufenden haltet damit. Vor allem ist das nicht alles so selbstverständlich. Ihr seht ja anhand meiner Abonnentenzahl, ich bin wirklich noch das Winzigste vom Winzigen und trotzdem so top Leute an seiner Seite zu haben, wo noch niemals eine Firma sowas machen würde, außer vielleicht, ihr wisst schon wer. Auf jeden Fall, dieses Video ist jetzt auch nur für dich und wir öffnen jetzt dein Paket. Dieses Video, lieber Christopher, ist jetzt nur für dich. Also, genauso wie für Richard und Monika oder Bernd, bekommst du jetzt dein eigenes Video. Wir legen los. Ich wäre ja nicht Peter, wenn ich nicht auch ja, ein kleiner Faxenkopf wäre. Der bin ich von Natur aus. In meinen Videos seht ihr es vielleicht nicht ganz so, aber ich kann ein ganz schöner Faxenkopf sein. Und um das ein bisschen ausnutzen zu können, für mich natürlich, würde ich sagen, wir schauen uns mal das Päckchen an. Mit ein bisschen Zauberei geht doch alles. Man braucht nur ein gutes Schneideprogramm. Also, das ist das Paket, was von Christopher ankam. Und vor mir steht der Iris-Roller. Ich würde sagen, den nutzen wir zum Öffnen. Also, als Ablage. Wir gehen jetzt an das Paket ran. Ich bin natürlich wirklich neugierig. Wir schauen jetzt mal rein. Ich öffne oder ich mache den ersten Schnitt. Ich habe das Cuttermesser schon extra schön runtergestellt, dass es auch wirklich sehr, sehr knapp nur schneidet. Gut verpackt ist es auf jeden Fall. Das muss ich dir lassen, Christopher. Das hast du sehr gut verpackt. Und du siehst, es kam auch wirklich so an, wie du es verschickt hast. Ja. Eigentlich hätte ich auch deine Adresse zeigen können, aber natürlich nicht. Nachher bekommst du noch Pakete. Okay, Spaß beiseite. Wir öffnen es. 1, 2, 3. Ich sehe schon was schimmern. 4. Vier Seiten sind geöffnet. Was ist da jetzt drin? Ja, lieber Christopher, das weißt gerade nur du, weil ich bin jetzt dabei, um es rauszufinden. Und deshalb, ich nehme jetzt das Polster mal runter. Und muss schon sagen, okay. Das erste, versorgt mit einem Weihnachtsmann? Ja, würde ich doch mal so sagen. Mit einem Milka-Weihnachtsmann. Dankeschön. Den wird Iris, Anton und ich bestimmt verputzen. Das lege ich mal zur Seite. Weiter geht's.
Der eine oder andere sieht bestimmt schon, was hier noch drin ist. Einmal Handschuhe. Na, die kommen doch wohl wirklich wie gerufen. Einen lieben Dank auch dafür. Weiter geht's. Diese Dinger verballer ich en gros. Muss ich wirklich so sagen. Ob an Roller, an Fahrrad oder in Hausgebrauch. Auch lieben Dank dafür. Wir nehmen das Polster runter. Und wir sehen... Uiuiuiuiuiui. Okay, das legen wir natürlich auch zur Seite. Ein Set, das ist ein ganzes Set an Trichter. Und zwar 4 Stück an der Zahl. Super, astrein, die kann ich immer und immer wieder gut gebrauchen. Lege ich mal zur Seite. Und da über das Video Werbung kommt, darf ich das ja auch ruhig zeigen. Und ich denke mal für uns drei jeglich was zu naschen. Gut, ich freue mich. Das legen wir auch erstmal fein zur Seite. Ihr seht, ich ruppe nicht einfach rum. Ich nehme wirklich Stück für Stück auseinander. Oder raus, um euch auch jedes einzelne Detail zu zeigen. Das habe ich jetzt festgestellt, was das ist. Und das ist Zweitaktöl. 1 Liter. Das ist auch eine feine Sache. Das nutze ich natürlich ständig, genauso wie das eine oder andere. Dankeschön. Na, und fürs Wohlbekommen noch, ja, ich glaube, das ist Bier, würde ich mal sagen. Ich kenne mich leider damit nicht so aus, aber es scheint mir Bier zu sein. Da ich normal keinen Alkohol trinke, trotz allem, das werde ich mir schmecken lassen und ich schätze mal auch mit Iris teilen. Lieben Dank auch dafür. Bremsenreiniger, genauso. Hier haben wir noch ein Beutelchen. Und ich gucke. Schrauben. Hier sind Schrauben drin. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Ich muss nur mal gucken, wofür diese Schräubchen sind. Aber das sieht mir ganz danach aus. Für Elisio vielleicht? Kommen wir zu den letzten, was noch verpackt ist, also zumindest eingeräumt ist. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil durchgucken kann ich hier nicht. Kommen wir zu den letzten eingerollten Paket, sage ich jetzt mal. Ich muss schon echt sagen, ihr als Community und Privatleute bringt mich auf Vordermann und wo große Firmen eigentlich hinterstehen könnten, kommt nichts. Also vielen, vielen Dank an euch erstmal für das Dabeisein und ja, der ein oder andere Abonnent, der immer noch dazukommt. Also ich muss ernst bleiben, weil ich bin super, super froh, dass ihr dabei seid. Aber wir müssen das hier noch auswickeln. Ich fange einfach mal an. Und wir lassen uns überraschen. Genauso wie ich. Okay.
Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber auch lieben Dank dafür, für die kalten Tage haben wir natürlich auch noch was dazu bekommen. Das ist echt genial. Ihr seid einfach nur die Besten. Auch du, Christopher, du bist auch einer der Guten. Ihr seht, ich verhaspel mich schon wieder. Nein, das ist ehrlich gemeint. So viele liebe Leute an meiner Seite zu haben, ich kann es nur immer wieder betonen, das macht mich wirklich glücklich. Ich glaube, Iris könnte sogar noch mehr erzählen als ich jetzt, weil sie bekommt es ja immer live mit, wie ich mich über eure Sachen freue. Auf diesem Weg möchte ich mich auf jeden Fall einfach bedanken. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich sagen soll. In dem Sinne, sehen wir uns. Macht's gut. Tschüss.